Herrn Prof. Dr. Haris Zilajcic und Herrn Neven Tomic. Herrn Prof. Ejo Ganic, Präsident des Präsidiums der Föderation von Bosnien-Herzegowina. Herrn Edhem Bicacic, Ministerpräsident der Föderation Bosnien-Herzegowina. Franz Vranitzky, Altbundeskanzler von Österreich. Herrn Dr. Klaus Kinkel, Minister des Äußeren der Bundesrepublik Deutschland. Herrn Miroslav Greger, Minister für Industrie und Handel der Tschechischen Republik. Ein ganz wichtiger Neubeginn für die beteiligten Unternehmen, aber eben auch ein Tag von großer symbolischer Bedeutung für diese Stadt.